Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Palia. Ja, wir sind noch auf der Suche nach Blaufaltern. Oder ich bin noch auf der Suche nach Blaufaltern. Ich dachte immer, wir kriegen die auch hinten bei Auni, aber offenbar nicht. Suchen wir mal hier. Da ist zwar blau, aber das ist eine Blume. Ich glaube, hier gibt es aber auch nur Libellen, ne? Ach so, falsche Taste. Kupfer gibt es da. Da soll ich mit ihm reden, weil müssen wir tatsächlich noch mal wieder nach Bahari Bay wegen den blöden Faltern, weil da gibt es auf jeden Fall welche. Warum muss ich mit dir reden? Ja, ja, plaudere mit ihm. Schnuppert an deiner Hand. Leck. Wow. So, mit dir wollte ich eigentlich reden. Nein. So. Zwar sind die Pfeile, die du jetzt hast, ausreichend, doch sie könnten noch viel besser sein. Ein einwandfreier Pfeil kann nur von einem einwandfreien Jäger abgeschossen werden. Du bist zwar noch nicht ganz am Ziel, aber nah genug, um diese Pfeile einmal auszuprobieren. Schießt dir aber nicht selber. Rezept Leuchtpfeil. Mit diesen schadensfreien Pfeilen. Edler Pfeil. Das nehmen wir mal, aber ich habe nicht genügend Geld. Oh, edler Bogen. Aber da brauchen wir noch andere Anforderungen. Kennst du den Orden? Der Orden und die Regeln, die er aufstellt, sind entscheidende Säulen der Mairi-Gesellschaft. Du würdest gut daran tun, sie zu befolgen. Plaudern wir mit ihm. Wenn du Sernux suchst, würde ich auf der Wiese nach ihnen suchen. Die weiden gerne in hohem Gras. Nee, er soll nicht mal ein Chef sein. Da hätte ich immer gerne noch Tisch. Ein Falter. Halleluja. So, dann haben wir den auch. Sehr gut. Ja, dann hat sich's ja gelohnt. Das hat sich dann doch gelohnt. So, zurück zu Yel. Hi Auni. Dann gehen wir mal zu Yel. Der ist ja gleich hier. Hi, Ash. Der muss so eine Schleife machen, ne? Carla, dein Besuch ist eine willkommene Abwechslung in der Einsamkeit, die ich mein Leben nenne. Ich habe die Materialien für die Schleife. Zauberhaft. Nur ein paar Nadelstiche hier und dort und voila. Eine handgenähte Rosettenschleife aus dem Hause Yel. Ich werde sie schnellstens an Naui schicken. Das dürfte das erste Mal sein, dass ein Tier eine meiner Kreationen trägt. Plaudern wir nochmal mit ihm. Ich hoffe, du findest in meinem Laden etwas Besonderes. Kunst ist zu wichtig, um sie für sich zu behalten. Tada! Was hat er denn? Ach so, das ist der Shop. Nee, den will ich ja nicht. Ach so, nee, da will ich hin. Da will ich raus, genau. Wildes Heulen.
Das kostet halt richtig ordentlich Geld und das will ich nicht einfach mal so investieren. Dafür muss ich sagen, ist mir Pali ja nicht wichtig genug. Stelle ein industrielles Bett her. Ja, das sind auch noch so Aufgaben, die wir machen müssen. Da brauche ich aber dieses komische Holz. Da muss ich mal noch gucken, wie ich das krieg. Weil wenn ich mal so einen Baum gesehen habe, dann habe ich keinen gefunden, der mit mir zusammen fällen wollte. Und das ist dann natürlich nicht so einfach, ne? So. Müssen wir mal ein bisschen Geld machen. Den können wir verkaufen, den können wir verkaufen. Das Fleisch sollte ich braten, weil ich brauche hier wieder XP. Was haben wir da? Quarz. Wo haben wir die jetzt hingepackt? Hat er die jetzt weggepackt? Ah. So, Bretter können wir mal noch herstellen. Barren. Können wir noch Kupferbarren herstellen. Stelle Glas her. Machen wir. Baumwolle. Was brauchen wir für Leder? Sernuktierhaut. Die haben wir aber doch auch, oder? Pelz. Da, Tierhäute haben wir. Dann machen wir das vielleicht. Ich habe 39 Leder, ne? Saatgut. Ich habe doch... Also ich muss was zu essen machen. Grill. So, ich habe was zu essen. So, da haben wir zumindest 50 Fokus. Sehr gut. So, da können wir noch machen. Nochmal 50 Fokus. Und dann kriegen wir gleich nochmal 50. So. Wo hat sie denn das hingepackt? Da. 75 Fokus. So, dann kann der erstmal... Den kann ich ernten. Unkraut. 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 Und wir haben schon wieder das Inventar voll. Chinakohlsamen. Ah, den wollte ich nicht da reintun. Den packen wir gleich ins... So, den packen wir hier in die Saatgutmaschine. Stellen wir nämlich Samen her.
17 Getreide. So, wir können noch mal kochen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. So, jetzt kann ich hier zumindest mal... Nee, da wollte ich nicht hin. Hey. Gießen wir. Muss noch mehr Baumwolle pflanzen. So. Gießkanne ist leer. Okay. So. Müssen wir, glaube ich, wieder Material besorgen, dass wir ordentlich Zeugs verkaufen können. Oder ich verkaufe mal Holz oder sowas, ne? Das wäre auch noch eine Idee. So. Wie viel Holz habe ich denn? Was habe ich denn in der Kiste, was ich verkaufen kann? Oh, aber das kann ich auch direkt da gucken. Dass wir wieder ein bisschen Geld kriegen, ne? So, was haben wir denn hier, was wir verkaufen können? Bahari-Krebs. Die würde ich mal noch verkaufen. Die würde ich mal noch verkaufen. Die würden wir mal verkaufen. Die auch. Fleisch. Kann ich noch kochen? Oh, ich habe klassisches Steakgericht. Das können wir auch mal verkaufen. Das können wir auch noch braten. Tomaten können wir auch mal verkaufen. Qualitätsplusdünger. Den sollte ich vielleicht ausbringen. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Die können wir auch mal verkaufen. Goldenes Ei kann nicht verkauft werden. Ja, die Gegenstände hier können wir, glaube ich, alle nicht verkaufen, ne? Die Fische könnte ich. Silberlachs. Langsamungspfeil, den sollte ich vielleicht mal ausrüsten, oder? Erzbretter, da haben wir Kernholzbretter 80. Verkaufen wir mal 40 Stück, würde ich sagen. So. 3 Quarz. Ach, da oben sind die also gelandet. Okay. Steinziegel. Oh, da müssen wir auch noch Splintholzbretter, müssen wir noch welche herstellen. Gut, aber da haben wir schon mal wieder um die 1000. Das ist doch schon mal eine Ansage. So. Kann ich die hier hinten eigentlich auch fällen? Nope. Die auch nicht. Oh, ich habe das Holz gar nicht mitgenommen. Upsi. So. Davon nehmen wir, weil dann können wir noch ein paar Steinziegel produzieren. Auch nicht unwichtig. Hm, hm, hm.
Ah, 1030 Gold. Sehr gut. Was kann ich? Können wir jetzt das Rezept holen? Oder brauche ich da noch mehr? Das ist hier gerade die Frage. Machen wir gleich mal einen ganzen Schwung Splintholzbretter. Das ist auch kein Fehler. So. Damit sind wir erstmal versorgt. Kernholzbretter haben wir eigentlich eine ganze Menge, ne? Die packen wir hier wieder hin. So, dann sorgen. Hier haben wir ja auch nochmal. Ha! Da sind ja noch Bretter. 100 Stück sogar. So, dann machen wir das so. Da kann ich dann aber mal 50 hier reinpacken. Okay, das gibt nicht viel. Das gibt nur einen immer. Na egal. Machen wir trotzdem 50 rein. Plus 50 Fokus. Den stellen wir her. Ups. Nochmal plus 50 Fokus. So, was brauchen wir denn eigentlich? Zwei Stühle habe ich schon hergestellt. Was brauche ich denn für die nächsten zwei Stühle? Industrieller Esszimmerstuhl. Eisenbarren. Da stellen wir Glas her. Kupfer. Ich brauche noch mehr Eisenbarren. Da müssen wir noch mal wieder Eisen besorgen, ne? Düngen wollte ich noch. Kann ich der Tisch schenken? Kann ich hier düngen? Ja, kann ich. Dann machen wir das. Oh, und da können wir ja sogar einen ansehen. Noch besser. So, da haben wir Saatdünger. Die brauchen wir. Sehr gut. So. Düng, 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 düng.
Ach so, ich muss ja erst. Jetzt kann ich düngen. Habe ich noch Dünger dabei? Ja. So, und dann müssen wir hier natürlich. So, sehr schön. Haben wir die auch gesät? Der kann weg. Kann ich noch herstellen? Ja. Brauche ich gar nicht im Inventar haben, das Fleisch. So, und dann gehen wir mal nochmal nach Bahari Bay und besorgen Eisen. Das, meine Lieben, machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.